Schau dir diese wunderschöne Sonne an. Wir sind heute wieder mal direkt am Schwarzen Meer in Bulgarien. Wir haben Mitte November, es ist fast Winter und genießen die wunderschöne Sonne. Herrliches Wetter, herrliches Wetter. Genießt das wirklich. Und du machst das mittlerweile schon seit ein paar Monaten, Jana. Danke schon mal, dass du für das Interview heute zugestimmt hast. Dankeschön für deine Einladung, Irina. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Sehr gerne. Mich hat deine Geschichte bewegt und ich wollte unbedingt mit dir dieses kurze Video drehen für unsere Zuschauer, denn du bist aus Mallorca nach Bulgarien gezogen. Und ich meine, Mallorca ist etwas, wovon viele träumen. Und das ist ein Image. Auf Mallorca leben, in Eigenheim sogar. Und dann bist du jetzt mit Benjamin, mit deinem Mann, nach Bulgarien gezogen. Und natürlich fragt sich jeder, wieso habt ihr das gemacht? Was waren eure Bewegungsgründe? Na, es gibt auch natürlich viele, viele Bewegungsgründe dafür, dass man entweder von einem Land auf andere Land wechselt, sozusagen. Auf Mallorca haben wir auch natürlich sehr, sehr schönes Klima gehabt, genauso wie hier. Wir haben auch schönes Meer, ja. Auch die Berge, genau wie hier. Nur hier die Berge kann man nochmal in Schule befahren, auf Mallorca leider nicht. Aber Mallorca ist eine wunderschöne Insel und ich habe das wirklich genossen, dort zu leben. Mein Mann ist ja von Mallorca, ist Mallorquiner und hat jahrelang dort gelebt, also Jahrzehnte kann man sagen. Ich habe es wirklich nicht zu lang gemacht. Ich war vorher in Deutschland, über 20 Jahre habe ich in Deutschland gelebt und auf Mallorca war ich fast 9 Jahre. Warum wir hier gekommen sind, naja, da schaust du dir auch selber nochmal an und sagst mal, also erster Grund ist ja schon bekannt. Naja, das gleiche. Die Sonne. Die Sonne, das Meer. Klima ist wirklich fantastisch hier. Aber warum nicht Mallorca? Warum Bulgarien? Das erste, was schon viele, viele wissen und ich kann das nur bestätigen, da kann man für das Geld natürlich mehr bekommen als in einem anderen europäischen Land, ob das Deutschland, Mallorca, Spanien ist, Italien oder Griechenland. Hier bekommst du natürlich für das Geld mehr als du woanders bekommst. Es geht nicht nur um ganz normale, sage ich jetzt, Lebensmittel und Restaurantbesuche und es gibt um viele, viele andere Sachen, die einfach auch zu Lifestyle gehören. Und das, was ich auf Mallorca habe, habe ich hier auch in Bulgarien. Auch für weniger Geld, aber auf gar keinen Fall schlechter als auf Mallorca, muss ich dir ehrlich sagen. Definitiv, ich erzähle das in allen meinen Videos. Denn wir sind selber seit 8 Jahren in Bulgarien und ich sage, hier kann man einen Lifestyle haben, der nicht schlechter ist für weniger Geld, für viel weniger Geld. Ich bin selber Investorin und wir haben ja nun mal in Bulgarien selbst investiert, in Eigenheim, aber auch in Immobilien, die wir vermieten. Und das tut ihr jetzt hier auch? Ja, ganz genau. Wir haben für uns ein kleines Eigenheim gekauft und wir im Rest von Geld haben wir in ein paar Objekte investiert. Da Bulgarien in touristischen Vermieten kauft in der Zeit also sehr, sehr hochgestiegen ist, was auf Mallorca leider nicht mehr erlaubt ist, touristische Vermietung. Hier in Bulgarien ist es wirklich ein Paradies für diesen Markt, kann man so sagen. Und ja, wir haben Geld investiert in ein paar Apartments, die wir auch über Sommer gut vermieten werden. Da sind wir uns ganz sicher. Und wie auch dein Mann schon Benjamin gesagt hat, er hat die Chance gesehen. Und das habe ich auch gesehen und das macht nicht nur ich, nicht nur ihr, sondern immer mehr Menschen sehen die Chance. Was würdest du allerdings denjenigen empfehlen, deine Meinung einfach, würde ich ganz gerne dazu hören, die das auch wollen, nur noch nicht sich trauen? Also nur trauen würde ich sagen, nur trauen. Ich denke mir, dass, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Wir sehen momentan die ganze Lage, es hat sich auch seit Corona-Zeit ein bisschen verändert. Das Geld ist leider Gottes nicht mehr so stabil, wie es mal vor ein paar Jahren noch war. Und wo wir investieren können, natürlich in Bulgarien. Bulgarien ist eine der europäischen Länder, wo Immobilienpreise sind noch sehr, sehr, sehr attraktiv. Aber es bleibt nicht lange so. Es bleibt nicht lange so. Wir haben schon das auch mit Mallorca erlebt, wir haben mit anderen Ländern erlebt, die touristische Region
zur touristischen Region gehören, wie schnell die Kurve nach oben geht bei Immobilien. Deswegen, also traut euch wirklich, weil es ist ein wunderschönes Land, es ist, hat sehr großes Potenzial in Investitionen. Zum Selbstleben ist es natürlich ein ja, perfekter Urlaubsort, kann man so sagen, oder? Und plus natürlich auch Geld damit verdienen. Und ja, ich würde euch jedem empfehlen. Was würdest du sagen, ich meine Einschätzung können wir jetzt nicht geben, doch gehst du davon aus als Investorin, dass die Preise hier steigen? Auf jeden Fall Preise steigen und ich möchte keine prozentuale Voraussagen leisten. Ich habe es gesehen, auch da, wo ich schon mal Immobilien gehabt habe, ob das Zimmendorfer Strand war in Deutschland, ja, wo die Preise sehr gut gestiegen sind, oder auf Mallorca in einem von schönsten Gebieten auf Mallorca in Calvia. Derjenige, der auf Mallorca war, weiß, wo Santa Ponsa, Calvia, Port Adriano war. Wir wissen, wie da die Preise gestiegen sind, und hier passiert das Gleiche. Mein Mann ist Mallorquiner, er hat auch diese Entwicklung dieses Landes auch sehr, sehr nah erlebt. Und als erstes, als er hierher gekommen ist, hat er gesagt, weißt du was, das ist Mallorca vor 30 Jahren. Da hier gibt es noch so viel Potenzial. Hat er wirklich gesagt, ja, das haben wir mal erlebt. Und es ist interessant, dass die Menschen, die sowas auch schon mitgemacht haben, auch ein Gespür dafür haben. Auf jeden Fall. Ja, eine Fee, ne, sozusagen. Ja, ja, genau. Und das ist schön auch von dir das zu hören. Und, denn ich meine, ihr seid von Mallorca nach Bulgarien komplett gezogen. Ihr lebt ja jetzt ganz hier. Ganz genau. Und wir haben uns hier einfach zufällig getroffen, wie der Zufall das auch so haben wollte. Man trifft dann die Menschen am Ort, die ebenfalls das Gleiche denken wie du. Und deshalb freue ich mich auf die anderen Menschen, die wir gemeinsam hier leben werden. Ich bin auch davon überzeugt, dass hier die Lebensqualität weiterhin steigt und die Preise sowieso für die Investition. Also sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Die mein Mann ist ja mehr, so sage ich, Mathematiker. Er hat mir auch ja die Zahlen ausgerechnet, wie man, ob sich das rentiert, Immobilien auch in Bulgarien zu kaufen. Und er hat mich wirklich überzeugt. Ja, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern Emotionen, klar, ist eine wichtige Rolle, dass man sagt, oh, schönes blaues Meer und wie lecker hier die Tomaten schmecken. Oh ja, das stimmt. Doch, und der Wein sowieso, durch die Zahlen, Daten, Fakten. Für mich stimmen die auch und für euch? Auf jeden Fall. Ebenfalls, ja. Es gibt nicht mehr so viel Auswahl, sehr, sehr vieles wird verkauft hier vor Ort. Mhm. Haben wir jetzt auch in letzter Zeit erlebt. Doch was wir jetzt machen, ist, dass wir weiterhin die Grundstücke bebauen, die sehr, sehr nah am Wasser sind. Auf Mallorca gibt es solche Grundstücke. Leider, es wird immer rar und also weniger und weniger. Und ja, und die Preise, wie gesagt, das sind ganz andere Preise. Ja. Hier in Bulgarien gibt es noch solche Grundstücke, die wir persönlich bebauen. Deshalb, wir werden sehen. Und wir sind froh, dass wir auch bei euch investiert haben. Auch ein Teil von unserer Investition ist auch in eure Projekt. Ja, genau. Du bist als Investorin. Danke, dass du da zugestimmt hast. Auch bei uns investiert. Ich investiere ja auch in unsere Projekte. Was würdest du unseren Menschen, unseren Zuschauern auf YouTube empfehlen zu machen? Einfach Bulgarien-Tour zu machen? Einfach Bulgarien-Tour, einfach hierher kommen als erstes, was sich vor Ort alles anschauen, eure Projekte anschauen. Aber es gibt natürlich auch andere Projekte. Einfach Bulgarien anschauen und auch selbst diese Filme bekommen. Mhm. Wenn man hier ist und man spürt auch die Energetik und kann, jeder kann für sich entscheiden, ob das Land für ihn ist oder nicht. Und ich sage dir, 99% der Menschen sagen, das ist das. Hier möchte ich gerne auch mal bauen. Definitiv, also, da kann ich nur zustimmen. Ja, dann danke dir schon mal. Ja, danke dir. Lass uns jetzt aber die bulgarischen Tomaten essen. Ganz genau, da bin ich dabei.